Maler und Frei. Heute hast du dein Debüt auf dem Betzenberg gegeben, nachdem du letzte Woche schon dein erstes Startelf-Debüt hattest. Wie war es jetzt heute für dich? Ja, super Gefühl, das erste Mal von Anfang an hier auf dem Betzenberg zu spielen. Gegen Hannover war ja schon mein erster Auftritt hier. Jetzt von Anfang an über 90 Minuten, hat mich sehr gefreut. Und dass wir zu Null gespielt haben, damit kann man arbeiten. Christoph, heute vielleicht die wichtigste Frage vorweg. Du hast 90 Minuten durchgespielt, nachdem du zuletzt verletzt gefehlt hast. Wie geht's dir? Ja, ganz ordentlich. Also ich bin froh, dass der Fuß gehalten hat. Der Christian und der Frank haben sich gut gekümmert diese Woche. Aber mir tut es meistens nicht so gut, wenn ich ein paar Trainingseinheiten verpasse. Erstmal ist immer blöd, wenn die Jungs dann rausgehen und man selber drin bleiben muss. Aber ich bin froh, dass ich heute jetzt das erste Mal die Saison 90 Minuten durchspielen konnte, auch wenn es ein bisschen gezwickt hat. Aber die Jungs haben gute Arbeit gemacht, das Tape stramm auf die Haut gesetzt, dann hat es gehalten. Spricht das schon an, wie wichtig ist es, dass heute einfach mal hinten die Null gestanden hat, auch wenn es jetzt zum Sieg nicht gereicht hat? Ich finde es sehr wichtig, dass hinten die Null gestanden hat, weil endlich mal ein bisschen Ruhe reinkommt vielleicht. In den letzten Wochen war ein bisschen Hektik drin. Wir haben stabil gestanden. Wir hätten vorne sicherlich auch noch das ein oder andere Tor machen können nach einer Standard. Sollte heute nicht sein, deswegen müssen wir halt mit dem Unentschieden zufrieden sein. It's about to be the-